Good morning und willkommen zurück zu einem erneuten Let's Play ohne Ton. So, mit Ton. Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play mit Ton von Heyday. Und hier ganz kurz, wie meine Gemeinschaft heißt, mit Kürzel, weil da haben Leute nachgefragt. Wir haben nur noch 25 Plätze frei. Wir nehmen Leute ab 50 an und Derby sehen wir ganz locker, weil wir einfach wollen, dass auch Leute mitkommen können, die nicht maximal schaffen und nicht alle Aufgaben. Bei uns ist einfach der Spaß im Vordergrund. So, jetzt gucken wir mal, was kriegen wir beim Glücksrad? Oh, oh, sehr schön. Einmal hier ein Screenshot. Aber ich glaube, jetzt sagt mir bitte nicht, das ist das sozusagen Tagesevent. Ja, diese Events, also die dürfen sich eigentlich gar nicht Event nennen. Wisst ihr, was ich meine? Also eigentlich ist es ja, wie soll ich das sagen? Ist ja kein Event. Oh, sehr schön, sehr schön. Ist ja, also man dreht einmal und dann ist es ja eigentlich vorbei. Nee, das ist kein Event. Ja, Tatsache. Tatsache, Ereignis. Nee, ist auch kein Ereignis. Das ist... Nee. Also jetzt ihr doppelt XP, doppelt Geld und so was, ne? Das ist ein Ereignis. Das ist auch cool. Ja, aber... Das ist nur maximal doof. Ja. Also da habe ich lieber irgendwas, was man auch den ganzen Tag über machen kann. Da finde ich selbst dieses Doppelt-Ernten gut, obwohl ich das ja nicht gut finde, ne, weil mein Silo dann immer direkt voll ist. Aber selbst das finde ich dann besser. So, aber ist Derby vorbei. Achtung. Oh Gott. Gucken mal rein. Derby vorbei. Wir sind auf dem 15. Platz. Nein, auf dem 6. Platz. Ah, ist doch okay. Ist doch okay. So, dann gucken wir, was nehmen wir? Wir nehmen auf jeden Fall das Puzzleteil, ist klar. Ach ja, komm, das nehmen wir auch, obwohl ich es eigentlich nicht brauche. Und das und das. Und ein Dings haben wir nicht geschafft. Das ist ein bisschen schade. Also andere Hufeisen hätte ich auch noch gerne gehabt. Da könnten wir uns schon ein bisschen mehr ins Zeug legen, dass wir wenigstens das Hufeisen bekommen. Ja, ich nehme das. Das ist eine neue Deko. Also eine, die ich noch nicht kenne, aber ich habe ja lange Pause gemacht, ne? Ich kenne die tatsächlich nicht. Dann nehme ich 5 Markier, nee, ich nehme das. So, jetzt muss ich sie nur noch finden. Das ist immer das Problem, die Sachen wiederzufinden. Finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen bescheiden. Ja, bescheiden kann man sagen. So, erstmal hier einsammeln alles. Wahrscheinlich haben meine Oma und Opa keine Bohnen gehabt. Sondern jetzt erst. Ich wollte die gestern Abend noch. Ich weiß es, als wenn es jetzt eben gewesen wäre. Ich wollte die gestern Abend noch eingesammelt haben. Ja, aber scheinbar habe ich es dann vergessen. Oh Mann. Ja, ist aber nicht so tragisch. So, die Hundis können wir füttern. So, Katzen, das, alles außer Möhren jetzt gerade. Also Möhren müssen wir halt ein bisschen warten. So, das nächste Derby beginnt dann morgen, 17 Stunden, genau. Sehr gut. Ja, die Deko. Hier, das Schaf. Muss ich natürlich wegtun. Das muss ja natürlich... in die Stadt. Und so viel ist schon mal klar, weil da sind ja die ganzen Schafe auch. Also muss das so oder so dahin. So, jetzt gucken wir mal, ob ich die neue Deko finde. Also für mich neue Deko. Ne, wahrscheinlich kennt ihr die schon einfach bis zum geht nicht mehr. War das die? Nee, die war das. Boah! Wow! Holla, die Waldfee. Die ist aber groß. Alter Schwede. Als ob. Ist ja voll die Riesendeko. Und die ist ja gar nicht so schlecht. Die ist ja eigentlich cool.
Okay. Voll die Riesendeko und sogar was Bewegliches. Ich brech ab. Ich glaub das nicht. Krass, okay. Ja, also von mir aus. Ist natürlich cool. Freue ich mich. So, 36, 24. Oh nein, 3. Es fehlen einfach 3 davon. Also, ich muss mal gucken. Das Krasse ist, die Domi, die ist ja noch so ein kleines Level, aber die erreicht jeden Tag die, diese Grenze. Sag mal schnell, diese Tools-Grenze. Und ich sag, hä? Wie machst... Alter Schwede, was denn... Alles klar, mit Level 69. Was ist denn hier wieder kaputt, hm? Was ist denn wieder hier kaputt? Soll ich jetzt dazu noch was sagen? Kann das hier wieder mit rechten Dingen zugehen? Oder ist das wieder... Also Leute. Also bitte. Jetzt mal Hand aufs Herz. Hand aufs Herz, ne? Ich bitte euch. So nicht. So nicht. Nee, das ist nicht okay hier. Was wollte ich sagen? Ach so, die findet immer extrem viel durch den Shop. Die guckt halt immer in die Zeitung und ja, die findet und findet. Und das ist auch so das, was die am meisten macht. Bauernhof ist neu, wurde von Wonder... Ah ja. Gucken wir mal kurz rein. Eieiei, eieiei. Okay, das ist eine Trödelfarm. Oh. Hoffentlich spielt er besser, als er dekoriert. Ja, das bleibt abzuwarten. Da bin ich mal gespannt. Auf den Bauernhof. Neu bei uns. Okay. Dann haben wir hier jetzt... Haben wir jetzt... Ah ne, da ist schon... Okay, 5 Plätze noch frei. Stimmt also noch. Ja, ja. Ich dachte, jetzt haben wir nur noch 24. So. Dann sammeln wir ein. Und machen hier... Also es müssen auch wieder... Coole Events kommen hier. Ich vermisse ein bisschen was. Das Tal ist einfach weg. Ja, also ohne Witz, das fehlt. Ne? So ein bisschen, wenn das Tal weg ist, das fehlt. Definitiv. So, das Schaf muss ich jetzt hier hinstellen. Ich stelle jetzt einfach die Schafe ein bisschen auf Seite. So. Und dann kommt das da in die Mitte. Ist das die Mitte? Ich denke, das ist die Mitte. So. Ja, weil es ist das quasi das Boss-Schaf. Also das hat absolut. Ja, das ist das Boss-Schaf. So. Ja, sieht doch gut aus, oder? Das nehme ich auch als Thumbnail. Jetzt können wir noch gucken, ob wir irgendwas vorbereiten können. Dann gibt es eigentlich auch nicht viel zu tun. Also im Moment ist alles so ein bisschen... Nee! Moment. Ist meine Stadt voll? Ach du lieber Himmel. Ach, hier, die können wir wegschicken. Aber ey! Trotzdem, nur 5 Leute kann ich holen. Oha, voll wenig. Das ist wenig. Gut, lassen wir die noch andampfen. Wobei, brauchen wir eigentlich nicht warten. Das kann man machen, wenn... Oder nee, komm. Ich mache die direkt fertig, dass, wenn das Derby anfängt, dass ich direkt so viele Leute habe zum Fertigmachen. Hm? Das hat mich immer gestört hier, ne? Das. 30% und es ist ja gut und schön, aber nur eine Stunde, das setzt einen so ein bisschen unter Druck. Also das finde ich bei Township nach wie vor ein bisschen besser. Die geben einem, ich weiß es nicht, einen ganzen Tag oder so Zeit oder zwei. Das finde ich auf jeden Fall besser. Ja. Da kann man sich das in Ruhe überlegen, ne?
Das ist wirklich gut. Boah, ich bin total müde. Ich tue nach der Arbeit bei uns im Bistro immer essen. Also bei mir auf der Arbeit, da gibt es ein Bistro. Und Mitarbeiter kriegen da übelst krassen Rabatt. Und das schmeckt echt gut da. Und deswegen esse ich nach der Arbeit, tue ich dort immer essen. Setze mich in die Sonne und tue dort essen. Und ist einfach herrlich. Einfach herrlich. Und ja, jetzt bin ich aber richtig auch vollgefuttert. Also richtig vollgefuttert. Ja. So, die beiden sind noch nicht fertig. Ja, dann habe ich richtig gut vorgesorgt. Also das kann, das muss auch, ich muss mal wieder was machen zum Thema Derby-Aufgaben vorbereiten. Ja. Ja, zum Beispiel auch mit Beleben. Also ich sag euch, wenn ihr eine Beleben-Aufgabe annehmt, alle denken immer, ach, das ist ja so einfach und so, ne? Nee, nee, nee. Es sei denn, ihr habt Freunde, wo ihr ganz genau wisst, okay, ich kann dort beleben, ne? Wenn ihr das nicht habt, dann lasst es besser, dann lasst es besser. Nehmt keine Beleben-Aufgabe. Das ist richtig. Also wenn ihr durch die Zeitung suchen müsst, nervig ist natürlich dann immer, wenn man eine Belebenaufgabe hat und man fragt immer wieder im Chat. Ne? Das ist ein bisschen nervig. Ansonsten geht es ja nur über die Zeitung. Ich gucke jetzt einmal nach Tools, 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 Tools. Da! Oh, komm! Schnell, 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 schnell! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Das war ja noch nicht mal mehr da. Egal. So, wir gucken jetzt mal, wer Hilfe braucht. Wo braucht. Hier, der braucht Hilfe. Dann guckt man, ne? Ja, der braucht zum Beispiel da Hilfe. Gut. Kann man aber machen. Da, ne? Hier könnte man dem helfen. Komm, wir machen das auch mal. Hier kann man dem nicht helfen, weil dann habe ich keins mehr. Schiff braucht er auch Hilfe. So. Aber nichts zum Beleben. Also es wären jetzt zwei Belebenpunkte gewesen. Und das war's schon, ne? Das ist nicht viel. Das ist echt wenig. Und das ist echt mühselig, dann 30 oder so zusammenzukriegen. Weil jetzt musst du ja weiter gucken. Hier, wieder einer, der Hilfe braucht. Aber wahrscheinlich auch. Ja, Lieferwagen. Guck mal. Da kann ich nicht helfen. Ja, hier könnte ich. Mache ich aber nicht. Und beleben hat da nämlich auch nichts. Nichts zum Beleben. Tja, ich sag's euch. Ich sag's euch. Das ist nicht so. Deswegen, das würde ich mir gut überlegen, ob ich so eine Aufgabe annehme. Also ich persönlich nehme die fast nie an. Ja, also ich persönlich, ne, das ist natürlich. Oh, 46 Brote. Hallo. Warum habe ich denn so viel Brote? So, wartet mal. Hier, oh, die kann man auf jeden Fall mal machen. So. Wie lange geht denn der Farmpass noch? 3 Tage! Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Farmpass, ne? Ich sag's euch. Ja, ich sag's, wie es ist. Ich freue mich. So, das sammeln wir mal ein. Klebebänder, dies, das, alles viel zu viel. Ich sag's auch. Ne? Also, Klebebänder könnte ich schon wieder 20 Stück verkaufen. Ja. Mache ich das? Ich weiß es nicht. Ich brauche eigentlich nur Bolzen. Hier, Bretter kann ich auch 10 Stück verkaufen. Bolzen, Bolzen. Bolzen. Und hier? Ja, Schindeln kriege ich eigentlich locker noch voll, denke ich mal. Aber hier Schrauben, auch zu viel. Ich hab schon 30, 40 Stück verkauft und immer noch zu viel. Und Nägel fehlen. So, komm, wir gucken mal. Ich weiß nicht, wie die Domi das macht, dass die immer. Nee. Ich finde keine Tools. Komisch. Was macht die denn? Sehr, sehr komisch. Sehr komisch. Komm, wir gucken mal hier einmal ganz kurz ein bisschen, wenigstens so ein paar Shops durch. Nee, nee. Also das letztens mit der Krügerfarm, das war. Oh! Das war absolut Zufall, sage ich euch. Boah, der hat aber viel davon drin. Das reicht aber. Kann ich mal endlich hier ein bisschen Sushi machen? Weil gefühlt mache ich das einfach nie.
15. Jetzt wisst ihr warum. 15. Oder hier 20. Da kommen einfach 20 rein. Boah. Ja, das ist ganz schön ordentlich. Also zum Glück ist das nur bei dem Produkt. Wenn das bei den anderen Produkten wäre, ich weiß es nicht. Ist viel zu viel eigentlich. Viel zu viel. So. Salat sollte ich machen. Davon habe ich 31, brauche ich ja gar nicht. Oh. Apropos Erdnüsse, ich vergesse sie halt immer. Die kleinen hier. Ich vergesse sie wirklich immer, immer. Kann man jetzt mal direkt eins machen. Hiervon kann man ein paar machen. Ja. Käsebrühe auch. Möhren endlich fertig. Perfekt. Mann, Mann, Mann. So, machen wir auf jeden Fall noch den Salat. Boah, 62 habe ich noch gehabt. Ne, machen wir aber alle. Und machen noch irgendwas, was auch... Zwiebeln brauchen richtig lange. Das machen wir nicht. Wir machen Gurken. Die sehen auch übrigens richtig cool aus mit diesen Gestellen. Also so... Das sind ja so Wachs... Nicht Wachs, also nicht Wachs von... Sondern von Wachsen. Ein Wachsgestell. Mensch. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So. Die können wir einsammeln. Dann wird der Busch nämlich auch wieder größer. Dann müsste der eigentlich so groß sein wie die anderen, ne? Ja, wäre schön, wenn die mal auf dieselbe Größe kommen. Ich weiß, das ist total bescheuert. Vor allem, weil ich ein anderes Layout anmachen will. Das mache ich aber nächstes Mal. Das wird wahrscheinlich ein XXXXXXXL Let's Play, weil ich das Layout ändern werde und dann anpassen werde. Also ich habe ein Layout, was ich damals benutzt habe noch. Ich habe mehrere. Und das werden wir dann anpassen. Also werden noch Büsche kaufen, die da reinpassen. Werden andere Sachen verstauen müssen. Diese ganzen neuen... Diese Geschäfte hier, diese Apparate, die muss ich irgendwo alle unterbringen. Die sind ja alle neu. Ne, die hatte ja vorher die Ente nicht. So, lass mal eben gucken. Mann, ey, das kann doch nicht sein. Ich will jetzt auch mal was in der Zeitung finden, was Cooles. Nee, ich will Bolzen, Nägel und... Ach, das darf doch nicht wahr sein, Vielleicht kriegt die das öfter angezeigt, weil die so ein kleines Level hat. Ich weiß es nicht. Weil ich finde nix. Nix. Naja, egal. So, ich bin auf jeden Fall raus. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also bestimmt bald. Denn das Derby fängt ja schon an. Macht bestimmt morgen schon wieder ein Let's Play. Also sehen wir uns morgen. Bis dann. Tschüss.